Ja, wir werden mal kurz eine Pause machen. Meine lieben, liebe einheimischen Zwerge, liebe Zwerge aus allen Herren Ländern, herzlich willkommen hier im neu errichteten Zwerger Garten. Er ist wunderschön geworden. Wir hatten leider schon einen kleinen Unfall. Ich muss vielleicht vorausschicken, wir haben also ursprünglich hatte der Zwergergarten 28 Zwerge. Jetzt sind es nur mehr 17. Von den 17 ist ein Zwerg eine Leihgabe, eine Originalleihgabe. Und der andere Zwerg, den haben wir in Kopie da und die hat leider nicht ganz gehalten. Da ist der Finger schon ein bisschen abgebrochen letzte Woche und wir haben ihn wieder operativ angenäht. Also bitte bloß vorsichtig sein mit unseren Zwergen, weil wir wollen sie noch länger so bewundern. Und also eine schöne Anzahl von Zwergen muss eigentlich ein nettes Fest dazu und dafür möchte ich mich gleichermaßen herzlich bei unserem Gartendirektor Diplom-Ingenieur Stadler bedanken und bei seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die das hervorragend gemacht haben und das Wetter heute wunderbar. Wir haben extra hier das also auch ausgeschnitten, damit es nicht reinregnet. Aber der Diplom-Ingenieur hat vielleicht ein paar Details dazu sagen. Für mich als Kind kann ich mich immer noch erinnern an die Zwerge. Damals sind sie noch am Boden gestanden und das kleine Puppe ungefähr genauso groß wie die kleinen Zwerge. Jetzt haben wir es etwas erhöht, aber aus einem anderen Grund, damit man sie besser sehen kann. Und das war also für mich als Kind immer schon recht nett und ich erinnere mich immer, wenn ich da herkomme, an die Kindheit. Damals allerdings mit meiner Schwester üblich im Trachten Lederhosen, kurze Lederhose. Die Socken haben damals für mich immer so fürchterlich geratzt, die habe ich nie gern angehabt. Meine Schwester im Dirndlkrantl und natürlich, wie ihr das alle wisst, von Touristen auf und ab fotografiert, war für uns als kleine Kinder nicht unbedingt so spannend und so lustig, aber die Eltern wollten es so. Da gab es eine bestimmte Zeit, da haben wir das nicht mehr gerne angezogen und jetzt kommen wir wieder alt, jetzt sehen wir es wieder gerne an. Also, freue mich, dass ihr alle hierher gekommen seid zur Wiedereröffnung des neuen Zwergergartens. Habt viel Spaß, vor allen Dingen für die Jungen habt viel Spaß, kommt oft nur her. Es ist wirklich nett, mit den Zwergern anzuschauen und zu überlegen, was steckt dahinter. Und ich möchte jetzt gerne den Herrn Diplom-Ingenieur Stadler zu mir bitten, mich nochmals herzlich bei ihm zu bedanken. Und er ist ja der Fachmann, er ist der Experte. Er kann sicherlich das eine oder andere noch sagen. Vor allen Dingen, wie man vielleicht in den nächsten Jahren zu den verbliebenen Zwergern, die irgendwo in der Welt verstreut sind, vielleicht doch wieder kommen könnten. Herzlichen Dank nochmal fürs Kommen. Ja. Grüß Gott, alle miteinander, jetzt ist endlich soweit, der Zwergegarten ist fertig, das Projekt läuft schon länger. Wir haben gesagt, wir wollen da was tun, die Zwerge sind unter den Bäumen gestanden, waren ganz dunkel und verschmutzt und dann haben wir gesagt, wir schicken sie über den Winter auf Kur und richten derweil das Wohnzimmer wieder her. Jetzt ist es soweit, die Zwerge haben sich gewundert, wie schön das es geworden ist, wie hell, wir haben keinen einzigen Baum gefällt. Das ist uns sehr, sehr wichtig herum. Wir haben sie in Ordnung gebracht. Die Zwerge sind alle einmal verschenkt, verkauft worden. Und der Salzburger Stadtverein hat die mühsame Kleinarbeit wieder zurückgebracht. 15 an der Zahl. Jetzt haben wir 17 da. Zwei haben wir wieder eine Dauerleihgabe und eine Kopie. Darf sich jeder überlegen, wo die Kopie steht? Vielleicht ein kleines Quiz. Also, es fehlt kein Finger, der ist schon wieder oben. Und haben die Grundidee von Fischer von Erlach aufgenommen, nämlich eine Antithese zu schaffen zum großen Mirabellgarten. Das sind die Gegenstücke der Helden, die wir im großen Parterre sehen. Hier in der Mitte gibt es 12 Monatszwerge. Und zu jedem Zwerg gibt es eine Geschichte, warum er genau das Monat darstellt. Und ein Spaß des Erzbischofs war, zu fragen, was man wohl in dem Zwerg sieht und welcher Monat es wohl sein könnte. Und da hat man sich unglaublich blamieren können. Also wenn man was gewusst hat, dann war man natürlich vorne dabei, wenn nicht, war es eine Blamage. Viele Zwerge schauen nach oben. Das hat den Grund, dass die Zwerge ursprünglich unten gestanden sind, dort wo jetzt die kleinen spielenden Zwerge herumdollen am Spielplatz. Man ist aber, nachdem sie zurückgekommen sind, gleich draufgekommen, dass da unten so gefährlich ist. Damals hat es auch schon Vandalenakte gegeben und hat sie hier oben in Sicherheit gebracht. Und
da stehen sie jetzt wirklich sicher und wir hoffen noch sehr lange und wir hoffen, es werden noch mehr. Wir wissen von 6 weiteren Zwergen, wo sie stehen und dass es sie gibt. Wir wissen von 5 Zwergen nicht, wo sie sind. Also für zweckdienliche Hinweise bin ich jederzeit sehr offen. Wir haben wirklich heiße Spuren, die wir verfolgen. Und eine hat sie leider zerschlagen, aber wir sind guter Hoffnung, dass einmal alle 28 wieder hier stehen. So wünsche ich uns allen ein wunderbares Fest, dass das Wetter hält. Es gibt auch bei den Zwergen oder eine kleine Führung, wer sie interessiert. Wir teilen uns da auf. Also alle, die ein Stadt-Salzburg-Kapperl aufhaben, reden über die Zwerge. Der Herr Dr. Medicus wird eine Runde machen. Das ist der Mann, der einer 5 Stunden über einen Zwerg was sagen kann. Bei mir kriegen sie eher so einen kleinen Crashkurs. Ja? So, gut. Dann möchte ich nochmal zum Herrn Bürgermeister geben, der das Zwergenfest jetzt offiziell eröffnen wird. Ich danke mich sehr herzlich. Danke. Und das Fest ist hiermit eröffnet. Viel Spaß. Herzlichen Dank fürs Kommen. That you don't.